Vielen Dank für die Organisation dieses spannenden Symposiums. Ich wurde gebeten, über unsere Arbeit nicht nur in der Grundlagenforschung zu Computer Vision, sondern insbesondere auch über die Anwendung in den Digital Humanities bis zu den Neurowissenschaften zu sprechen, weil wir, wie gesagt, seit 10 Jahren nicht nur Informatiker und Mathematiker in meiner Gruppe haben, sondern auch promovierte Kunsthistoriker und dort interdisziplinär arbeiten und genauso in Kooperation mit Neurowissenschaftlern stehen. Es ist ein ganz schönes Programm. Deswegen lassen Sie uns vorne anfangen. Zu sehen ist eine Kunst. Und Kunst zu sehen ist eine noch viel größere Kunst. Wenn wir uns einem Kunstwerk nähern, dann sehen wir, dass der Mensch nicht nur die Fähigkeit hat, zu sehen, sondern wirklich die Fähigkeit hat, zu erkennen, zu begreifen, was er dort sieht. Und so ist es uns möglich, bei diesem Bild von Archimboldo, den Gemüsegärtner zu erkennen. Das Interessante ist aber, dass nicht nur diese Fähigkeit, diese außerordentliche Fähigkeit da ist, sondern dass diese Fähigkeit auch relativ schnell verschwindet. Wenn ich diesen Gemüsegärtner einfach nur umdrehe, verwandelt er sich einfach nur noch in eine Menge von Gemüse. Das heißt, wir sehen, wir haben eine große Fähigkeit, aber die hat auch gewisse Beschränkungen da. Ebenso interessant ist, wie schnell sich diese Fähigkeit entwickelt. Wenn man kleine Kinder nimmt und denen diese Strichzeichnung hier zeichnet, dann schon viel früher als dieses dreijährige Kind hier, sind Kinder in der Lage, Panda-Bären zu erkennen, Bären oder Eisbären in diesem Fall zu erkennen, aber noch viel detailliertere Fragen zu beantworten. Fragen danach, was denn das Auge und was das Ohr dieser Bären ist, beziehungsweise wo das Auge sich von dem anderen Bär befindet. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, haben Sie gesehen, welche unglaubliche Leistung das Kind vollbracht hat, nämlich zwei Augen zu identifizieren, die effektiv doch nur einen Punkt darstellen und dann noch zwei unterschiedliche Punkte als solche zu erkennen. Ich meine, im Bild sind noch eine ganze Menge mehr Punkte dargestellt und trotzdem war das Kind in der Lage, die einen restlichen Flecken von den Augen in diesem Fall zu unterscheiden. Das heißt, wir haben diese grundlegenden und außerordentlichen Fähigkeiten, die aber gleichzeitig gewisse Beschränkungen haben. Oder könnten Sie in diesem Fall das Objekt ohne weiteres erkennen, was Sie auf dieser Folie sehen? Ich habe es sehr groß dargestellt, daran sollte es also nicht scheitern. Aber ich gehe davon aus, für die meisten sind das dann doch nur eine Menge von Farbtupfern, die Sie sehen, bis ich dieses Objekt in einem gewissen Kontext darstelle. Einem Kontext, der Ihnen in diesem Fall dann ermöglicht zu sagen, dass es sich hier um Wasser handelt, vermutlich eine Menge an Schiffen, und dass in diesem Bild von Paul Signac dementsprechend sich hier ein Boot, ein Ruderboot befindet. Sie können vielleicht sogar darüber nachdenken, wie viele Personen auf diesem Ruderboot sind. Das heißt, wir sehen, dass Erkennung, das Sehen mehr ist, als nur einzelne Pixel oder Farbtupfer in einem Bild zu sehen, dass es eine große semantische Lücke gibt zwischen diesen Farbtupfern und dem finalen Ruderboot oder was auch immer Sie dort erkennen. Und das ist eine große kognitive Leistung dementsprechend darstellt, dieses inverse Problem, bei dem es sich um das Sehen handelt, dieses inverse Problem zu lösen. Ein inverses Problem deshalb, weil die typische Fotografie, das Malen einer solchen dreidimensionalen reellen Szene, bedeutet, dass ich von der Realität auf den Sinneseindruck, den ich zum Beispiel hier im Auge dann habe, oder auf einem CCD-Chip, CMOS-Chip von der Kamera, den Vorwärtsprozess gewissermaßen durchlaufe. Das heißt, ich sage nachher, wie das Bild am Ende aussieht. Das Sehen selber ist aber genau der inverse Prozess. Ich muss von diesem zweidimensionalen Seheindruck, den ich habe, oder mit zwei Augen diesen zweidimensionalen Seheindrücken, die dreidimensionale Realität wieder rekonstruieren. Und wie Sie sich vorstellen können, gibt es dort eine Menge Ambiguitäten, nicht nur in dem Beispiel dieser Zeichnung hier, sondern auch sonst. Dafür haben wir heute schon einige Beispiele gesehen. Warum ist es uns dennoch möglich, dieses unterbestimmte Problem zu lösen? Und wenn es sich nicht gerade um eine solche Illusion handelt, robust zu lösen? Ich denke, die wesentliche Antwort dafür liegt in unserer Welt selber. Unsere Welt erscheint uns zumeist sehr, sehr chaotisch, aber wenn wir genauer hinschauen, ist sie voll von Regularität. Da ist überall, auf jeder Skala, auf der wir der Welt begegnen, sei es ein Mikroskop, unser Auge oder ein Teleskop, auf jeder dieser Skalen ist Ordnung, Regularität,
Wir finden immer wieder Strukturen wieder. Und diese Regularität ist es, die es uns erlaubt, aus der Vergangenheit Muster zu erkennen, Muster zu lernen und die auf etwas Neues anzuwenden. Dadurch unseren neuen Sinneseindruck, von dem Hasen gerade eben beispielsweise, zu sortieren und in Kontext zu stellen. Und genau das ist es, was es uns am Ende des Tages ermöglicht, die Frage zu beantworten, die Kurt Kofka und andere Gestaltpsychologen vor etwa 100 Jahren gestellt haben. Warum schauen Dinge eigentlich so aus, wie sie ausschauen? Was macht Dinge ähnlich? Und wie können wir damit dann Objekte erkennen? Und die Antwort darauf scheint uns typischerweise immer relativ einfach. Ja, was sehen wir hier? Ich weiß nicht, die meisten würden vermutlich sagen, ja, 12, 13, 14, also eine gewisse Zahl nennen. Aber wenn wir genauer hingucken, könnte diese 13 auch was anderes sein. Vielleicht ist es nur der Buchstabe B. Okay, Zahlen, Buchstaben mögen ja etwas komplexere Kulturleistungen sein. Nehmen wir einfach nur eine banale Farbe. Ich zeige Ihnen dieses Schachbrett hier und frage ihn, was ist heller, A oder B? Und gut, wenn man solche Fragen stellt, dann ist es typischerweise schon ein Anzeichen, dass irgendwas schief ist. Und ja, der Beweis ist, A und B sind beide gleich hell. Wir sehen also, dass selbst wenn wir über die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit von Farben reden, dass das für uns Menschen nicht gerade einfach fällt. Dennoch ist Ähnlichkeit und Unähnlichkeit der Kern von nahezu allem, was wir in Computer Vision, was wir in der Kunst und auch sonst, wenn wir es mit Bildern zu tun haben, durchführen. Wenn wir Ähnlichkeiten verstanden hätten, wenn wir Unähnlichkeiten messen könnten, dann könnten wir damit ähnliche Objekte detektieren, wir könnten Bilder kategorisieren, ja, in Schubladen einsortieren, wir könnten gruppieren und Formen analysieren und so weiter. Nun, die Antwort des 21. Jahrhunderts auf nahezu alles ist natürlich Google, ja. Ich nehme also mein Bild, was mich interessiert und ich weiß also nichts über Ähnlichkeit, also frage ich Google, was ist ähnlich dazu? Und ja, ich finde eine ganze Menge andere Bilder hier. Wir hatten gerade eben schon Berkeley von der Golden Gate Bridge dargestellt. Scheint also so, Google Bildsuche beantwortet die Fragen, die wir haben bei den Bildern. Aber, ein Bild, was ich auf einer anderen Reise gemacht habe beim Skifahren, ja, wieder ein rotes Objekt vor weißem Hintergrund, wenn ich dort Google selber frage, das ist etwas, was ich vor kurzer Zeit noch mit Google selbst durchgeführt habe, dann, das ist natürlich dynamisches System, jetzt würden Sie was anderes bekommen, aber dann habe ich genau diese Treffer hier bekommen. Ja, auch wieder weißer Hintergrund, aber das rote Objekt im Vordergrund ist definitiv kein Rettungshelikopter. Nun, warum hat das im einen Fall so wunderbar funktioniert mit der Golden Gate Bridge und warum hat es im anderen Fall mit diesem Hubschrauber, der ja noch vor viel einfacherem Hintergrund dargestellt ist, warum hat die Google-Bildsuche mich dort im Stich gelassen? Und die Antwort liegt darin, wie wir Menschen eigentlich ticken. Das ist etwas erstaunlich, wenn man Google fragt. Aber als ich dieses Bild aufgenommen habe, war ich in Kalifornien drüben und ich war da, wo nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele weitere Menschen sind, nämlich auf dieser Seite, auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge nach Norden. Da ist Sausalito und hier ist San Francisco selber. Und habe das Bild aufgenommen. Das ist jetzt ein Shot, den Sie mit Google sich auch selbst ansehen können. So sieht es in etwa dort aus. Und wie Sie sich vorstellen können, bin ich nicht nur dort alleine gewesen, sondern Hunderttausende von Menschen, weil das Ganze sehr, sehr gut an der Interstate liegt. Da kommt man also relativ einfach hin. Und dementsprechend gibt es davon sehr, sehr viele Aufnahmen, die sehr ähnlich aussehen. Der Hintergrund, in Kalifornien hat man typischerweise so schönes Wetter, wie wir es gerade hier haben, sehr, sehr häufig, sehen die Bilder sehr ähnlich aus. Die Golden Gate Bridge verändert sich nicht so häufig. Die Antwort ist also, dass wir Menschen langweilig sind. Was für uns ein unique moment ist, etwas, was nur einmal vorkommt, Graduation oder Hochzeit hoffentlich, das ist in Wirklichkeit und wie wir es darstellen, ist in Wirklichkeit gar nicht so besonders. Ja, wir Menschen unterliegen dort gewissen kulturellen Vorurteilen oder Regeln, ja, weshalb weiß immer rechts, links von schwarz in diesem Fall dargestellt ist. Und auf diese Art und Weise wird natürlich die Erkennung sehr, sehr einfach. Und wenn ich die Golden Gate Bridge in dem Fall durch ein Kunstwerk davon ersetze oder durch eine, in dem Fall hier eine einfache Zeichnung, dann funktioniert die Suche auf einmal auch nicht mehr so gut, wie wir es vorher gehabt haben. Das wäre jetzt ein normaler Bug, aber dieser Bug, der kann sogar sehr irritierend werden. Das ist eine Suche, mittlerweile funktioniert sie nicht mehr. Wenn Sie solche Fehler finden, dann werden die glücklicherweise relativ zügig behoben, aber noch kürzlich, bei einer Suche nach Gorillas haben sie leider auch sowas gefunden, also Treffer, die das Google-System gleichwohl rassistisch wirken lassen.
Aber natürlich ist es nicht rassistisch, sondern hat einfach nur einen Fehler drin. Denn auf der Seite, wo sich dieses Bild befunden hat, stand etwas über Gorillas. Und woher soll das System wissen, ob der Gorilla da drunter oder da drüber ist? Und jetzt kriegen wir eine Idee dafür, welche Zusatzinformationen beim Training typischerweise in so eine Bildsuche hineinfließt und warum sie nicht immer so funktioniert, wie wir es haben wollen. Wenn Textinformationen, und das ist bei Google natürlich der Fall, weil Text sich sehr, sehr schön einfach parsen lässt, hineinfließt, dann haben wir gewisse Vorurteile in der Suche. Und wenn man, wie wir auch insbesondere kunsthistorisch, arbeiten möchte mit einer Bildanalyse, dann ist genau dieses Vorurteil etwas, was Sie besser nicht da drin haben wollen. Zusammenfassend kann man hierfür festhalten, dass Ähnlichkeiten zu berechnen, sich vielleicht für Text, ja, wenn Sie zwei Wörter vergleichen wollen, einfach berechnen lassen. Sie mögen auch einen Abstand auf irgendeiner Ebene relativ einfach berechnen können, indem Sie gucken, wie viele Schritte Sie irgendwo hingehen möchten. Und selbst für Farben gibt es gewisse Maße. Aber spätestens, wenn wir es mit Objekten zu tun haben, wird es sehr, sehr schwer. Sind die ähnlich hier, obwohl die Farbe unähnlich ist? Ist es vielleicht nur die Kontur? Aber selbst die Kontur unterscheidet sich. Was macht diese beiden Darstellungen wirklich ähnlich? Nun, die Lösung, die ich jetzt ganz kurz andiskutieren möchte, ist eine, die ohne Text, ohne Annotationen auskommt, die nur Selbstüberwachung idealerweise verwendet und die das Lernen, die das Sehen dadurch lernt, die der Maschine dadurch hilft dabei, das Sehen zu lernen. Und dazu nehmen wir eine große Menge an Bildern und helfen der Maschine, diese Bilder, diese Trainingsdaten zu verstehen, indem wir einen Ansatz verfolgen, der auf den kognitiven Konstruktivismus, wie man bei Piaget findet, aufbaut, nämlich die Idee, dass in diesen Trainingsdaten die Maschine versucht, aktiv Beziehungen herzustellen, über diese Beziehungen nachzudenken und auf diese Art und Weise wechselseitige Konflikte zwischen diesen Trainingsdatenpunkten versucht aufzulösen und dadurch sich selbst ein Verständnis der Daten erarbeitet und Invarianzen und Beziehungen lernt. Ich kann das jetzt nicht im Detail hier durchgehen, die Folien habe ich zurückgestellt, bei Fragen können wir das gerne auch sonst offline oder nachher machen. Aber stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine so eine mittelalterliche Krone und haben jetzt eine ganze Menge an anderen Kronen detektiert, möchten die bezüglich ihrer Ähnlichkeit zu dieser Krone sortieren. Dann stellen Sie fest, dass Sie ein paar ähnliche Kronen, die nahezu Duplikate sind, vielleicht finden können. Unähnliche Kronen, die definitiv unähnlich sind, die ganz weit weg sind, die können Sie auch ganz gut detektieren. Aber für den Großteil der Datenpunkte ist die Ähnlichkeit, die hier aufgetragen ist und nach der die Datenpunkte sortiert sind, ist die extrem flach. Das heißt, für den Algorithmus sehen die alle in etwa gleich weit entfernt aus. Und das bedeutet, dass er hier natürlich sich nicht besonders sicher ist, wie er die zu sortieren hat. Das bedeutet, dass für den Großteil der Daten, und das ist jetzt unabhängig davon, was Sie für ein Verfahren verwenden, ob das vortrainierte Merkmale sind, wie wir es heute Morgen gehabt haben, oder irgendein Deep Learning Verfahren, was angewendet wird, Sie bekommen typischerweise eine solche Verteilung heraus. Und was man normalerweise macht und was wir heute Morgen gesehen haben, ist einfach alles hiervon zu verwenden. Unser Vorschlag war jetzt, in Arbeiten, die wir vor einiger Zeit publiziert haben, uns nur zuerst mit den sicheren Teilen zu beschäftigen und dann anzufangen, über Transitivität nachzudenken, beziehungsweise die Maschine nachdenken zu lassen. Also so ein bisschen, ich nehme diese Krone hier, frage, wer noch ähnlich ist. Ja, und wenn A ein Freund von B ist und B ist ein Freund von C, dann sollten A und C auch überlegen, ob sie irgendwie miteinander in Beziehung stehen wollen. Und wenn nicht, ja, dann sollten sie das entsprechend auflösen, diese Konflikte. Und daraus resultiert dann ein Verfahren, was ich jetzt nicht im Detail noch beschreiben möchte, was aber komplett selbst überwacht ist und was gewissermaßen diese tote Zone in der Mitte, diese rote Zone versucht einzuengen, kleiner zu machen und auf diese Art und Weise Konflikte auflöst, sodass wir zum Beispiel, das war für die Kunstgeschichte wichtig wie für andere Projekte auch, ähnliche Posen suchen können. Ich nehme jemanden, der in dieser Pose steht und das System kann dann automatisch, ohne dass weitere Trainingsdaten, Annotationen oder Ähnliches hineingeflossen sind, nur Bilder, kann dann lernen, ähnliche Posen zu finden. Man kann das sogar so weit treiben, dass man auch ähnliche Objekte findet. Ja, ein Bus rein und ähnliche Busse findet, ist nicht immer perfekt. Ja, hier ist eine Katze und da ist irgendwie so ein komisches Wesen, was eher wie ein Hund aussieht, aber so what. Was man damit machen kann, ist, dass man quer zu Daten sucht und ähnliche Objekte findet. Aber in unserer kunsthistorischen Analyse war dann die Frage nicht nur, was ist ähnlich? Natürlich kann ich diese Bodmer-Darstellung hier von der manessischen Liederhandschrift, die Sie hier links sehen,
sehr, sehr schön in Heidelberg in der Unibibliothek vorrätig. Natürlich kann ich die dann damit finden und natürlich kann ich gewisse Korrespondenzen finden. Aber die Frage war, wie unterscheiden die sich, diese Durchzeichnung von dem Original? Und das ist etwas, was man als Kunsthistoriker denkt, ja, ich schaue mir die an und die sehen sich sehr, sehr ähnlich aus. Man kann die noch so kurz versuchen zu vergleichen. Nur wenn man jetzt die Maschine anwirft und eine sehr detaillierte Analyse durchführt, dann stellt man auf einmal fest, dass es Abweichungen gibt, die nicht daher ruhen, dass das Objekt einfach nur da draufgelegt worden ist und abgepaust wurde, sondern dass es auch systematische Fehler gibt. Aus den systematischen Fehlern beim Abzeichnen kann man gewissermaßen die zeitliche Ordnung dieses Zeichnungsprozesses, der ja schon Jahrhunderte abgeschlossen ist, wieder rekonstruieren. Also wo hat Bodmer angefangen, ja, und was kam später? Aber man kann auch sehen, wie damals an den Geschmack des Tages gewissermaßen angepasst wurde. Dass also zum Beispiel dieser Jüngling hier in der Mitte etwas verschlankt worden ist, im Gegensatz zum Original. Ich habe gesagt, dass Ähnlichkeit zentral ist, aber es gibt nicht die Ähnlichkeit. Wenn wir mal den Menschen in die Mitte stellen und anschauen, was denn ähnliche Konfigurationen sind, dann sehen wir ähnliche Konfigurationen bezüglich der Artikulation der Pose oder unähnliche bezüglich der Pose. Wir sehen Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten bezüglich des Viewpoints, der Ansicht, die der Maler in diesem Fall genommen hat. Wir sehen Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten bezüglich der Farbe, hier der Hautfarbe oder der Textur. Aber es geht bis zu ikonologischen Beziehungen, wie zum Beispiel hier Arm und Reich, wobei unklar ist, wer jetzt arm und wer reich ist, der König auf der linken Seite, der bald tot ist, oder die Dame auf der rechten Seite, die den größten Reichtum auf ihrem Arm hält. Wir haben uns jetzt mal auf diese beiden Kategorien hier, Posenähnlichkeiten und Appearance-Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten konzentriert und an einem System gearbeitet, was versucht, die beide zu disentangeln, voneinander zu trennen. Wiederum, ohne viel zusätzliche Labels oder Ähnliches hineinzustecken, dann in der Lage ist, zusätzliche Bilder zu generieren. Also stellen Sie sich vor, Sie schieben ein Bild herein, wo Sie sagen, oh, ich bin an der Pose von dieser Person interessiert, ein anderes Bild, wo Sie sagen, mich interessiert die Appearance und Sie möchten diese Person hier unten in der Pose von dieser Person generieren. Dann ist das System, ja, ein relativ einfaches neuronales Netz, ohne Details jetzt, in der Lage, das zu tun und für viele weitere Posen dieser anderen Person hier dann auch in der Lage. Nochmal, das hier oben haben Sie natürlich nicht beobachtet, ja, das kommt einfach aus diesem Inferenzprozess heraus und auf diese Art und Weise können Sie dann Fragen beantworten, ja, kann ich diese Frames hier in unterschiedlichen Posen darstellen, ohne die je hier beobachtet zu haben oder wie würde ich aussehen, wenn ich irgendwie andere Kleidung anziehen würde, aber die Pose ansonsten identisch ist und so können wir dann mit einem Modell, was also die Appearance, Farbe, Textur abstrahiert von der Pose, können wir suchen quer zu unterschiedlichen Techniken, mit denen gemalt wurde und können auf diese Art und Weise in der Kunstgeschichte, dafür war das wichtig, in großen Corpora Beziehungen herstellen. Beziehungen jetzt zum Beispiel nicht nur zwischen der Pose von gesamten Menschen, sondern auch nur davon, wie sie ihre Hände halten, wie sie miteinander gestikulieren. Das war, nur für diejenigen, die ein bisschen kunsthistorisch interessiert sind, auf dem Sachsenspiegel, dem ältesten erhaltenen Rechtswörterbuch in deutscher Sprache, sehr wichtig. Damals waren die meisten Leute halt nicht, waren Analphabeten gewesen. Also um ihnen zu sagen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen, hat man noch solche, ja, Comics dazu getan, die ihnen dann angedeutet haben, worum es ging. Und das Verständnis ist, weil es sich um einen Rechtstext handelt, natürlich, dass die Gesten sehr, sehr fest gemeißelt sind. Mit einer Analyse, bei der man ganz, ganz viele Wiederholungen detektieren kann, waren wir dann in der Lage, die relativ Beziehungen dieser Gesten zueinander festzustellen und konnten dann sehen, dass die Künstler sich ein ganz größeres Maß an Freiheit gelassen haben, als man es langläufig denken würde. Also da, wo noch eine Hand hineingepasst hat, haben sie die dann auch noch frei hineingepackt. Das Ganze funktioniert nicht nur für statische Posen, sondern auch für bewegte Posen. Wir haben das System auch mal laufen lassen auf wirklich bewegten Szenen, wie Sie es hier sehen, und uns gefragt, kann man so ein Video, kann man in diesem Fall zum Beispiel diese gesamte Sportart verstehen? Und ich springe mal ein kleines bisschen nach vorne. Ja, während dieser Sportler hier abspringt, sehen Sie also hier diesen
diesen Parser, diesen Raum, was mehr oder weniger eine niedrigdimensionale Einbettung ist oder Repräsentation von diesem Sportler, wie es zusammengefasst wird. Und jetzt nehmen Sie eine ganze Menge an weiteren Sportlern, die Sie jetzt hier auch wieder laufen lassen können. Und wieder geht diese Repräsentation übereinander. Und wenn Sie das ganz häufig durchgeführt haben, bekommen Sie dann sowas hier von ganz, ganz vielen Männlein und Weiblein und so weiter übereinander gezeichnet. Und Sie bekommen damit eine abstrakte Repräsentation. Was macht diese Sportart aus? Was macht es aus, wenn man hier läuft, wenn man durch die Luft fliegt und so weiter? Wie ist das repräsentiert? Mit so einem Modell können Sie die Zukunft vorhersagen, zumindest ein paar nachfolgende Frames. Ja, wie würde der nächste Frame in dieser Sequenz hier aussehen? Und Sie können, und das hat uns interessiert oder ein Industriepartner von uns am HCI interessiert, Sie können damit die Intention von Personen anfangen, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu prädizieren. Stellen Sie sich ein Automotive-Szenario vor, wie wir es hier hatten. Kann ich in diesem Fall prädizieren, wird ein Fußgänger auf die Straße gehen oder wird er doch vorher stoppen? Weil wir das Szenario jetzt schon angesprochen haben und heute Morgen dazu schon Vorträge gewesen sind, nur ein ganz kleiner weiterer Hinweis darauf, wofür Selbstüberwachung noch wichtig ist. Wir haben schon viel so Fragen gesehen, wo kann ich langfahren, semantische Segmentierung und Ähnliches. Wir haben uns mal angeschaut, kann ich ein System bauen, ohne irgendwelche Labels hineinzustecken, indem ich nur so eine Dashboard-Kamera vorne nehme und einfach nur daher, wo andere Leute langgefahren sind, lerne oder versuche zu lernen, wo man selber langfahren kann. Wie gesagt, komplett ohne Überwachungsinformation, nur indem sich das System selber überwacht, an diese Informationen heranzukommen. So viel zur Selbstüberwachung. Und dann eine letzte Anwendung in den Neurowissenschaften. Und da geht es wieder darum, wie können wir Verhaltensanalyse, Behavior-Analyse, wie wir sie gerade eben gesehen haben, verwenden und koppeln mit dem, was eigentlich im Gehirn selber vorgeht. Insbesondere, wie können wir Verhaltensstörungen, wenn man zum Beispiel Schlaganfall hat, analysieren mithilfe eines solchen Computer-Vision-Verfahrens und dann sogar diagnostisch eingreifen. Und dazu gibt es ein großartiges Tool mittlerweile aus dem Bioengineering, das nennt sich Optogenetik, stellen Sie sich das vor, das ist so ein Lichtschalter, der einfach nur genetisch in Neuronen hineingespeist wird. Das heißt, wenn Sie hier so eine Ratte oder Maus haben, dann werden die Neuronen lichtempfindlich und wenn Sie dann mit einem Laser drauf scheinen, dann können Sie gewisse Neuronen anfangen lassen zu feuern oder wieder auszuschalten. Wieder feuern, auszuschalten. Und dieser Prozess ist reversibel, ohne dass Sie da irgendwie mit Elektroden herumfummeln müssen. Das Tier hat nur so einen Lichtwellenleiter dran, jetzt ist der Laser aus und jetzt geht der Laser an und Sie sehen, Sie können das Tier gewissermaßen fernsteuern. Da gibt es eine ganze Menge an Spielereien dazu. Was uns interessiert hat, zusammen mit Forschern an der ETH, Neurowissenschaftlern, Medizinern dort, wie kann man das nutzen, um Patienten nach einem Schlaganfall zu helfen? Schlaganfall, das Gehirn ist auf einer Seite hier mit einer Läsion behaftet, aber die andere Seite des Gehirns ist beispielsweise noch reaktiv und funktionstüchtig. Kann ich nicht diese andere Seite mit diesem optogenetischen Stimulation dazu bringen, dass sie gewisse Aufgaben von hier übernimmt? Ja, so ein bisschen Krafttraining auf einer Seite machen, wenn der andere Arm nicht mehr funktioniert. Kann ich nicht dafür sorgen, dass es neue Verschaltungen gibt, die das auf der anderen Seite übernehmen? Und das sind genau Teile hier, die in Science vor kurzem und in Nature Communications publiziert worden sind, an denen wir gemeinsam gearbeitet haben. Und da ging es nämlich darum, inwiefern, und das ist die letzte Folie hierzu, inwiefern wir die Verhaltensanalyse, die Sie gerade eben gesehen haben, nutzen können, um zu analysieren, inwiefern gerade eine Schädigung im Gehirn vorliegt, inwiefern dieses Impairment vorliegt und dann neue Antikörper, also neue Medizin, die entwickelt wurde, die sich gerade in medizinischen Trials befindet, die optogenetische Stimulation und Rehabilitation zu analysieren, inwiefern die hilft, die entsprechende Fitness des Tiers, also das Verhalten, zu verbessern, inwiefern die hilft, einzustellen, jetzt brauche ich doch noch etwas mehr optogenetischer Stimulation oder ich muss mehr
von diesem Antikörper geben oder ich muss weniger geben. Denn in dieser gemeinsamen Publikation hatten wir festgestellt, dass im Gegensatz zu dem, oder die Neurowissenschaftler festgestellt, dass im Gegensatz zu dem, was man früher dachte, einfach nur mehr Training und frühes Training nach einem Schlaganfall beispielsweise nicht hilft, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Es kommt also um das richtige Targeting an und die richtige Dosierung auf die richtige Dosierung an. Und dafür ist natürlich genau eine solche nicht-invasive Beobachtung sehr, sehr hilfreich. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Sehen schwierig ist, aber dass die Fähigkeiten, die wir Menschen dazu haben, wirklich faszinierend sind. Dass wir Menschen aber gleichzeitig nicht perfekt sind, wenn es darum geht, zu sehen. Computer im Gegensatz dazu haben die Möglichkeit, einen großen Benefit zu leisten, wenn es darum geht, sehr, sehr feine Details zu analysieren und gleichzeitig auch große Datenvolumina zu analysieren. Wenn es nicht nur darum geht, ein einzelnes Bild anzuschauen und zu sagen, das finde ich schön, sondern wirklich auf dieser großen Datenmenge, den Überblick zu halten. Es geht also nicht darum, irgendwie automatische Kunsthistoriker oder Neurowissenschaftler zu bauen, sondern die genau bei ihrer Arbeit zu unterstützen. So wie jeder von uns auch eine Schreibmaschine oder mittlerweile ein Word-Processing-System verwendet und damit nicht auf einmal alle Schriftsteller arbeitslos geworden sind. Und gleichzeitig möchte ich festhalten, dass ich ein sehr großes Potenzial im Bereich dieser Selbstüberwachung sehe. Systeme, die also genau nicht nur von Hand angelernt werden müssen, die nicht nur basierend auf textuellen Annotationen arbeiten, weil genau dadurch ein gewisser Bias verhindert werden kann, den Sie ja in einigen Beispielen jetzt gerade eben gesehen haben. Und zum Schluss, die Anwendungen davon sind wirklich allgegenwärtig, egal wo Sie hingehen, von Geistes bis zu den Natur- und Lebenswissenschaften. Und ich denke, Computer Vision ist noch nicht perfekt, aber es ist so gut, dass wir nicht länger warten müssen, sie einzusetzen, insbesondere wenn es darum geht, eine Unterstützung für Wissenschaftler und für Ingenieure in anderen Bereichen zu leisten, dann ist, glaube ich, die Fähigkeit dort in der Computer Vision schon da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es besteht wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielen Dank für den Vortrag. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das Projekt mit dem Vergleich der Kronen von 2013. Meine Frage wäre, gibt es denn von Seiten der Kunstgeschichte ein genuines Interesse, damit jetzt wirklich auch zu arbeiten? Gibt es weitere Beispiele? Gibt es aktuelle Projekte? Diese Projekte gehen aktuell weiter. Ich habe jetzt einfach nur mal ein paar ältere Citations noch drauf gehabt, weil ich diese Folie einfach vom älteren Vortrag geholt habe. Die Suchverfahren aktuell, da sind wir in Korrespondenz mit Prometheus in Köln, einem großen Digital Repository, die genau dieses Suchsystem einsetzen wollen bei sich. Kunsthistoriker arbeiten im Moment auf dem System, was gerade bei uns gehostet ist, was wir aber wegen dem großen Durchsatz jetzt gerne auch an eine größere Bibliothek weitergeben wollen. Und ich habe jetzt nur Schlaglicht da reingeben können in die Arbeit. Das Gestenprojekt geht weiter. Die visuelle Analyse geht aktuell weiter. Also wir haben nicht nur Kunsthistoriker in meiner Arbeitsgruppe konkret, die daran aktuell auch weiterarbeiten, sondern auch Kooperationen nach außen in Deutschland und darüber hinaus, die mit den Verfahren und darüber hinaus auch Computer Vision Techniken aktuell auch schon arbeiten. Genau, wir sind etwas spät dran, deswegen vielleicht noch eine Frage, wenn es eine gibt. Okay, dann erstmal herzlichen Dank.